Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist heute dran das Thema Aquarellpapiere im Test. Ich habe nämlich genau 22 Aquarellpapiere rausgesucht und so in meiner Mal- und Aquarelllaufbahn sind mir schon sehr viele Papiere unter die Pinsel gekommen. Ich habe die mir hier mal alle so auf eine Größe geschnitten, die ich so gesammelt habe. Und die werden wir jetzt einfach mal so gegeneinander testen. Das ist einfach so ein spannendes Experiment. Also ein spannender Test, den ich irgendwie schon lange im Kopf hatte. Ich hatte euch auch im Livestream gefragt, ob ihr das lieber im Livestream haben wollt oder als YouTube-Video. Ihr habt YouTube-Video gesagt, deswegen hier ist es. Dann könnt ihr euch das einfach wiederholt nochmal anschauen. Mit dabei sind sehr günstige Papiere, zum Beispiel aus dem Action für nur, ich glaube, 0,07 Cent. Also echt super günstig, auch wenn die eine Grammatur von 300 Gramm haben. Ich blende euch hier jetzt auch mal die Papiere alle ein, die ich teste, gegeneinander. Und es sind aber auch sehr teure Papiere, zum Beispiel von Hahnemühle mit dabei. Mein absolutes Lieblingspapier ist das Hahnemühle Burgund Rau. Damit arbeite ich einfach am allerliebsten und ich finde, dass sich die Farbe darauf total gut verhält. Und der Farbauftrag, der macht total viel Spaß mit dem Papier. Ich nutze aber auch günstige Papiere und vor allem habe ich mich eigentlich ziemlich stark an diesen Bösner Block, und zwar Le Grand Block heißt der, gewöhnt. Der ist sehr günstig, der hat irgendwie direkt 100 Blatt drin. Ich finde den total klasse, mit denen kann ich Aquarellskizzen machen. Und ich muss nicht so viel Angst haben, wenn irgendwie mal was schief geht, dann habe ich einfach noch viele andere Papiere. Und der Stückpreis pro Papier ist einfach deutlich günstiger als zum Beispiel beim Hahnemühle Burgund Rau. Und ich bin einfach gespannt, wie jetzt die beiden Papiere auch so im Vergleich abschneiden werden mit den anderen. Und vielleicht habe ich ja ein neues Lieblingspapier, ich weiß es nicht. Die Aquarellpapiere kommen ja in verschiedenen Oberflächen. Es gibt einmal noch satiniert, da habe ich auch so zwei, drei mit dabei. Dann matt oder auch rau. Ja, also ich habe viele matte, viele raue mit dabei. Mein persönlicher Favorit sind eigentlich immer raue Papiere. Die mag ich immer total gerne, weil ich das Gefühl habe, dass die Farben einfach besser rauskommen. Und dadurch, dass ich sehr großflächig oder eher großflächige arbeite, nicht ganz so detailliert, mag ich einfach ganz gerne so die Haptik mit dem Pinsel über diese raue Struktur zu streichen. Ich weiß aber, dass ganz viele auch mit matten Papieren anfangen und ich finde auch gerade für Anfänger sind die matten Papiere sehr, sehr gut geeignet, beziehungsweise aber auch wirklich für so sehr detaillierte Zeichnungen, ja. Sind die ganz toll. Also wer sich gefragt hat, wer mit was man so einsteigen kann, also für Anfänger würde ich tatsächlich immer so matt sagen, ja. Aber wir schauen uns das mal an, ja, also die Grammatur ist auch sehr unterschiedlich bei den Papieren. Also ich habe hier wirklich eine Grammatur von, ich glaube, es geht bei 150 Gramm pro Quadratmeter los und hört bei 600 Gramm pro Quadratmeter auf. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, ne, wie sich das wählt oder wie die Farbverläufe drauf sein werden. Und wir fangen einfach mal direkt an. Ich habe die Papiere jetzt einfach mal hier auf meinem Tisch verteilt, immer so nebeneinander, und habe hier einfach so ein bisschen Abklebeband zur Fixierung einfach so mit dran gepappt. Und man kann jetzt hier schon ziemlich gut sehen, dass die nicht alle komplett weiß sind. Einige haben eher so einen Grauschimmer, einige einen Gelbschimmer mit drin. Das ist so das, was mir als erstes auf jeden Fall auffällt. Und noch als kleine Info übrigens dazu, ich habe mir nicht gemerkt, wie ich die Papiere angeordnet habe, also welche ich wohin gelegt habe. Ich wollte das eher so ein bisschen anonym machen, ja, also wirklich ohne, dass ich jetzt so viel mega beeinflusst bin, ob es jetzt günstig oder hochwertig oder sonst irgendwas ist. Einige Papiere kann ich einfach von deren Struktur her schon so ein bisschen erkennen, aber ich möchte es eigentlich ganz gerne so belassen, also dass ich halt nicht unbedingt weiß, welches Papier sich darunter befindet, und die Auflösung, die habe ich dann immer im Prinzip hier drunter geschrieben, von welcher Firma, Marke, welche Grammatur es hat und ungefähr der Stückpreis pro Blatt, ja, dass ich da ungefähr das dann am Ende in der Auswertung dann mal schauen kann, wie das dann so zusammengekommen ist und welches Papier dann quasi zu welcher Marke bzw. wohin gehört. Ich habe mir hier jetzt schon Farbe vorbereitet und ich werde drei Durchgänge machen. Im Prinzip drei Versuche mit Farbe auf den Papieren. Also im ersten Durchlauf werde ich einen ganz einfachen Farbauftrag machen mit einer Farbe. Im zweiten Durchgang werde ich einen Farbauftrag mit einem Farbverlauf machen. Und im dritten Durchgang werde ich dann einmal noch ein Blümchen mit zwei kleinen Blättern malen. Ich starte jetzt mit meinem gleichmäßigen Farbverlauf und werde hier einfach meinen Flachpinsel dafür verwenden. Ich gehe ganz einfach in meine Farbe und werde hier ganz gleichmäßig dann auf dem Papier anfangen, meine Farbe auftragen. Dabei möchte ich so gleichmäßig wie möglich bleiben,
Einfach damit natürlich alle Papiere, sag ich mal, die gleiche Voraussetzung mit dem Farbauftrag haben. Beim Auftragen bei den verschiedenen Papieren ist mir erstmal aufgefallen, auf jeden Fall, dass die rauen Papiere, für die, bei denen ist es halt deutlich schwieriger, sage ich mal, wirklich gleichmäßig mit einem Pinselstrich die Farbe aufzutragen, weil man dann ganz häufig, hier sieht man das ganz gut, durch die Unebenheiten dann doch immer wieder weiße Stellen hat. Und das geht bei glatten Papieren dann halt deutlich besser. Ansonsten kann ich jetzt hier auch schon sehen, wo die flüssige Farbe ist bei den, sage ich mal, leichteren, also die Papiere mit einer leichteren Grammatur, die wellen sich hier schon ein bisschen. Ich habe hier zwischendrin auch Kopierpapier mit reingepackt, einfach nochmal so als Zwischenvergleich zu den wirklich Aquarellpapieren, weil einige immer fragen gerne, kann ich auch normales Papier verwenden? Und da soll im Prinzip das Kopierpapier einfach nochmal so als guten Vergleich dazwischen dienen. Genau, also wie gesagt, einige Papiere fangen sich an zu wellen, aber das war ja jetzt, sage ich mal, auch nur ein Pinselstrich-Farbauftrag. Das heißt, ja, viele haben dem auch standgehalten. Und ich schaue hier gerade mal, wo die Farbe irgendwie so mit am ungleichmäßigsten aufgetragen wurde oder am gleichmäßigsten. Hier auf jeden Fall auf den Papieren finde ich das am ungleichmäßigsten. Auf den beiden kann man das jetzt hier ganz gut sehen. Das Papier hier oben ist sehr, sehr schön gleichmäßig geworden. Hier auch auf jeden Fall sehr gleichmäßig. Hier oben auch. Und ich finde, man kann auch sehr gut sehen, also weil es geht ja auch so ein bisschen darum, wo wirkt die Farbe mit am besten. Und ich habe tatsächlich auf jedem Papier die gleiche Farbkonzentration der Pigmente mit Wasser genommen. Und ich finde, man sieht deutlich den Unterschied, wo die Farbe einfach ganz anders wirkt. Auf dem Papier zum Beispiel wirkt sie deutlich dunkler als auf diesem hier. Hier wirkt sie deutlich heller, obwohl es wirklich die gleiche Farbkonzentration ist. Was mir auch aufgefallen ist, dass einige Papiere, das ist mir vorher schon mal aufgefallen, also ich hatte das Gefühl, dass es eher bei Mattenpapieren passiert. Und jetzt ist hier auch so ein bisschen der Beweis, einige, die entwickeln beim Trocknen, wenn die Farbe dann auf dem Papier trocknet, so ganz kleine weiße Pünktchen. Also nicht die von der Oberfläche her, von der Struktur her, dass dann quasi weiße Flächen und leere Zwischenräume entstehen, also weiße Zwischenräume, sondern irgendwie der Farbauftrag ist gleichmäßig, während die Farbe feucht ist, ist noch alles komplett gleichmäßig farbig und sobald dann aber die Farbe trocknet, sieht es dann so ein bisschen aus, als würde sie fast abbröckeln oder so. Ich weiß nicht, es ist ganz komisch, aber sie wird dann irgendwie so weiß, also entwickelt dann so weiße Stellen, brüchige Stellen. Aber das passiert, wie gesagt, nicht bei allen. Also es kann halt tatsächlich nicht in der Farbe liegen, sondern wirklich nur bei ganz, ja, ganz ausgewählten Papieren irgendwie. Ich weiß tatsächlich nicht, woran es liegt. Also wenn das irgendjemand weiß, dann schreibt es mir wirklich gerne in die Kommentare. Ich hatte schon so das Gefühl, dass es bei einigen auftritt. Und ich denke irgendwie, also auch wie hier, tritt das irgendwie eher bei matten Papieren auf, als bei den Papieren mit Struktur. Für den zweiten Farbauftrag, das wird eine also ein Farbverlauf. Dafür habe ich zweimal den exakt gleichen Pinsel und ich benutze zwei Farben, einmal ein Rot und einmal ein Blauton. Werde quasi den einen Pinsel nur für Blau verwenden, den anderen nur für Rot. So kann ich quasi schneller hin und her switchen und muss dann nicht immer den Pinsel zwischendurch auswaschen. Wirklich zu 100% gleichmäßig die Farbe auf jedem Papier so mit der richtigen Menge aufzutragen, ist schon sehr schwer.
Deswegen weiß ich immer nicht so genau, ob das jetzt hundertprozentig an dem Farbauftrag oder an dem Papier liegt. Aber ich finde, man kann hier sehr, sehr gut schon Unterschiede sehen. Dieses Papier hier zum Beispiel, das ist gar nicht verlaufen. Das sieht richtig gruselig aus. Und ich habe das wirklich auch direkt hintereinander weg, wie das Papier zum Beispiel bearbeitet. Und hier sieht man, hier entsteht wirklich ein Farbverlauf. Der sieht wirklich ganz gut aus. Auch hier der daneben. Hier ist das Papier halt nicht so weiß, sondern eher so richtig, also ziemlich gräulich. Und dann haben wir hier oben, da ist irgendwie eher nicht so viel Farbverlauf passiert, sondern eher so, als würden die beiden Farben nebeneinander liegen, aber auch nicht wie bei dem Papier, dass es irgendwie so nebeneinander, übereinander, dass man halt direkte Abgrenzung sieht, sondern hier ist es irgendwie so ein schwammiger Übergang, aber auch irgendwie nicht so wie bei dem hier zum Beispiel. Hier sieht man, wie die Farben richtig ineinander verlaufen. Bei dem hier haben sich irgendwie richtig, hier sieht es so aus wie so Wurzeln von dem Blau, die nach unten in das Rot gezogen sind. Ich weiß nicht, also hier sieht es irgendwie, als hätten sich die Farbe, also Kanäle gesucht, und um in die zweite Farbe zu gelangen. Der hier, den finde ich richtig witzig, diesen Farbauftrag. Das sieht irgendwie ziemlich cool aus. Auch hier hat Farbverlauf wirklich kaum funktioniert. Das hier sieht gar nicht so schön aus. Und ansonsten, ja, also hier auch beim Kopierpapier kann man es sehr gut sehen, dass es leider gar nicht funktioniert. Das hier sieht richtig, richtig gut aus. Also das gefällt mir mit am besten. Das gefällt mir auch mit am besten. Das hier sieht ziemlich gut aus. Hier oben der auf jeden Fall. Hier unten. Und das hier sieht wieder so lustig aus, weil ich finde, die Farbe... Bei alle anderen, also fast alle anderen, haben einen deutlich gleichmäßigeren Farbauftrag, aber hier sieht es so mega fleckig aus auf diesem Papier. Ich weiß nicht, was hier los ist. Keine Ahnung, was da irgendwie, was mit diesem Papier falsch ist. Und aus Spaß an der Freude male ich jetzt noch ein drittes Motiv. Ist ja noch ein bisschen Platz auf den Papieren drauf. Und da male ich jetzt einfach ein Blümchen mit Farbverlauf und kleine Blätter mit dazu. Und genau dafür habe ich hier, benutze ich das Rot, das Grün. Ich habe mir hier drei Pinsel zurechtgelegt. Und aus meiner Farbpalette nehme ich dann direkt, um halt wirklich einen trockenen, also eine trockene zweite Farbe oder eine trockenere zweite Farbe zu haben, habe ich mir die jetzt noch nicht auf die Palette gemischt, nehme ich hier direkt aus der Palette das Lila raus. Mal gucken, wie das jetzt hier so, nicht, dass ich irgendwie einen Krampf in den Händen bekomme, aber das kriege ich hier schon irgendwie hin. Gewesen. Es war zum Teil durch die Kreisbewegung echt sehr, sehr schwer, auf dieses Papier die Farbe aufzutragen. Die beiden Papiere, einfach durch die Struktur einfach, war das echt ziemlich hart. Ne? Und man kann das ja hier auch schon ganz gut sehen, dass hier immer weiße Lücken mit dazu sind, weil das ist schon sehr, sehr rau, das Papier. Was ich total gerne gemacht habe, sind so leicht raue Papiere. Und einige matte Papiere. Das hier hat mir sehr gut gefallen, eigentlich vom Farbauftrag. Allerdings mag ich das halt einfach nicht so, wie die Farbe trocknet irgendwie. Also das gefällt mir irgendwie gar nicht. Wie sich die Farbe auf dem Papier verhält, das hängt nicht nur von der Grammatur ab, sondern es hängt auch tatsächlich von der Oberflächenleimung ab, denn die verhindert nämlich, dass das Wasser in das Papier eindringen kann und die Wasserstoffbrücken im Prinzip zerstört und dann wälzt sich das Papier. Ich sage das noch einmal ganz kurz, weil ich ganz viele Leute höre, die so Sachen sagen, wie zum Beispiel, hey, so bis 300 Gramm pro Quadratmeter brauchst du erst gar nicht anfangen, also erst ab 300 Gramm
pro Quadratmeter macht es Sinn, Aquarellpapier für Aquarellfarbe zu verwenden. Das stimmt nicht ganz so, sondern ich kann im Prinzip auch mit einer guten Oberflächenleimung auch mit 200, 250 Gramm pro Quadratmeter arbeiten. Das steht zum Beispiel auf günstigen Papieren gar nicht drauf, ob die Oberflächen geleimt sind. Auf hochwertigen Papieren steht das drauf. Was auch wichtig ist, dass sie säurefrei sind. Das verhindert im Prinzip, dass sich die Farbe mit der Zeit, mit den Jahren oder Monaten verändert oder dass die Farbe zum Beispiel komplett ausbleicht. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt und entscheidend. Und das weiß man zum Beispiel bei günstigen Papieren einfach nicht, ob die säurefrei sind oder nicht, weil das halt auch nicht draufsteht auf den meisten. Ne, und das nochmal ganz kurz für diejenigen, die sich für ein Papier entscheiden. Es ist wirklich wichtig, was benutze ich für eine Technik, wofür soll es sein? Ne, also neben der ganzen Geschichte so, hey, wie sieht meine Farbe auf dem Papier aus, sind diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, auch einfach unheimlich wichtig in der Wahl des Papieres. Weil es doch irgendwie ganz schön schwer, sage ich mal, meine Favoriten wirklich auszuwählen, einfach weil es so viele Kriterien gibt, an denen man das entscheiden kann, und meine schlechtesten. Wobei, das ist mir eigentlich gar nicht so schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe hier unten die 5 schlechtesten und hier oben so meine 5 besten mir rausgesucht. Und im Prinzip, das hier sind so die Top 3. Also ich habe sie hier, das hier sind so meine Lieblingspapiere, beziehungsweise hier ist das schlechteste. Und das geht dann hier im Prinzip so nach dem Ranking. Und ich dachte, ich löse jetzt das einfach mal auf vor der Kamera und ich fange aber mal hier mit den schlechtesten an. Also das Allerschlechteste, das liegt einfach an der Struktur, an der Farbe, die kommt überhaupt nicht zur Geltung. Hier könnt ihr ganz gut den Unterschied sehen. Ne? Hier, das sieht total matt und kalkig aus und hier die Farbe schön leuchtend. Dann die Struktur finde ich echt gruselig auch so ein bisschen und das krischelt auch irgendwie so ganz komisch. Also ich finde es ganz eigenartig. Und es ist das Papier aus dem Action mit 300 Gramm pro Quadratmeter und kostet im Schnitt so 0,09 Cent. Habe ich mir auf die Rückseite aufgeschrieben. Ja, einfach nur so zur Info. Dann das zweite Papier, das mag ich absolut nicht, weil es halt nicht wirklich weiß ist. Es sieht sehr, sehr grau aus. Auch hier sehr, sehr ähnlich. Die Farbe kommt überhaupt nicht durch. Es wird auch total krischelig. Mag ich überhaupt nicht. Und das ist ein No-Name eBay, das wusste ich vorher schon, weil es halt so markant raussticht, ne? Das habe ich mir mal gekauft in so einem, ich glaube 200 Blatt wurden für 25 Euro angeboten, ziemlich günstig. Und ich konnte das auf dem Bild überhaupt nicht sehen, dass es so grau ist. Das kostet 13 Cent pro Blatt. Ja, wirklich sehr günstig, aber auch wirklich extrem, also ich finde es echt schlecht, ne? Also es ist... Das gefällt mir überhaupt nicht und ja, im Vergleich hat es ja, wie gesagt, auch wirklich nicht so gut abgeschnitten. Auch hier der Farbverlauf, ne, auf dem ersten, so bei dem vom Action, ist halt irgendwie gar nichts verlaufen, ne, aber ich habe es wirklich genauso angewendet wie die anderen auch. So, dann kommt Platz Nummer 3. Das ist das Hahnemühle Satiniert. Harmonie Satiniert, Hahnemühle Harmonie. Harmonie ist so eine neue Marke, glaube ich. Ah, da dürft ihr mich gerne berichtigen. Also ich finde, bekannt ist ja das Britannia und Burgund und das Harmony. Das habe ich quasi von Hahnemühle als PR-Sample zugeschickt bekommen. Und da gab's, also da gibt es auch von dem Harmony rau, matt und satiniert. Und satiniert ist leider auf Platz 3 der schlechtesten Papiere. Einfach vom Farbverlauf, also so wie ich die Technik quasi angewendet habe. Ich möchte das dazu sagen. Das heißt nicht, dass das Papier grundsätzlich schlecht ist. Einfach so wie ich es hier angewendet habe, hat es für mich einfach keinen guten Eindruck gemacht. Ja, für alle, die zum Beispiel sehr detailliert arbeiten, mit Brushpens arbeiten, ist satiniertes Papier immer sehr gut. Das kann ich zum Beispiel von denen hier gar nicht behaupten. Die sind total rau, die haben gar keine Vorteile. Das satinierte Papier hat wenigstens noch den Vorteil, ich kann mit Brushpens arbeiten und ich kann, sage ich mal, sehr detaillierte Watercolor-Illustrationen auf dem Papier machen. Das habe ich hier halt nicht gemacht, sondern ich habe sehr großflächig, sehr wässrig gearbeitet und die Farbe, die leuchtet extrem geil, also im Gegensatz zu den anderen beiden total toll, aber hier, das ist total komisch getrocknet, also das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht, das... Genau, dann hier das Papier, das Platz Nummer 4 Starla und Roni, 190 Gramm pro Quadratmeter, ungefähr 40 Cent. Achso, das satinierte Papier, ach, ich habe gar nicht rausgefunden, wo man das kaufen kann, wie viel das kostet, das Harmony. Aber das Starla und Roni hier, 40 Cent pro Blatt, ist jetzt, sage ich mal, im mittelpreisigen Bereich und ich finde es nicht gut, wie es getrocknet ist, überhaupt nicht. Die Farben sind ganz okay. Aber es ist super fleckig geworden und ich habe ja auch nicht so mega viel anders gearbeitet. Ich habe ja versucht, immer wirklich gleichmäßig zu arbeiten. Ich kann mal hier Platz 1 und das hier mal ganz kurz zeigen und vergleichen. Also der Farbauftrag, das ist, finde ich persönlich, ein himmelweiter Unterschied. Auf Platz 5 der schlechtesten Papiere ist dieses hier geworden.
Ich habe am Anfassen mir schon gedacht, dass es auch satiniert ist. Also es wird ein satiniertes sein. Es ist Britannia satiniert für 1,60 Euro pro Blatt. Das Ähnliche, was ich hier schon zu Platz 3 gesagt habe, satiniert kann man wirklich für tolle andere Sachen verwenden, so wie ich es hier verwendet habe im lockeren Farbaufstrich und mit den Farbverläufen. Ist es für mich nicht so cool geworden. Also deswegen, das sind die schlechtesten Plätze. Ja, und jetzt kommen wir zu den besten. Und ich fange mal von hinten an. Ja, ich will es jetzt hier spannend machen, ne? Also wir sind jetzt hier total dabei, das so mega spannend aufzuziehen. Deswegen fange ich jetzt hier bei den besten auch von hinten an. Und zwar ist es der Le Grand Bloc von Bösner für 15 Cent pro Blatt und 200 Gramm pro Quadratmeter hat er. Ich glaube, ich wusste tatsächlich bis jetzt nicht, dass es der ist. Aber irgendwie hat sich das sehr gewohnt angefühlt, als ich mit dem gemalt habe. Die Farbverläufe sind so gelaufen, wie ich es irgendwie auch gedacht habe. Und irgendwie hat sich das ist irgendwie ganz eigenartig, aber es hat sich irgendwie total angenehm angefühlt und sehr vertraut auch irgendwie. Wahrscheinlich habe ich das deswegen ausgewählt, ich weiß es nicht. Ja, also hier die Farben sind sehr kräftig auch. Ne? Man kann ja hier überall, also in der ersten Reihe sieht man, dass die Farben hier überall toll zur Geltung kommen. Hier habe ich, glaube ich, einfach nur ein bisschen weniger Wasser genommen bei dem Rot. Deswegen, aber auch die Farbaufträge sind gleichmäßig, die Farbverläufe sind gut geworden. Auch hier bei dem hier, das ist Platz Nummer 3 der besten Papiere, ist von Rossmann. Ich meine, das Problem bei den beiden Papieren ist, das habe ich halt beim Auftragen schon gemerkt, dass sie halt sehr dünn sind. Ich finde aber trotzdem, dass sie also sich jetzt nicht so mega gewellt haben. Ja, also im Gegensatz zu dem hier finde ich jetzt, das hier ist ein bisschen dicker. Also das merke ich von der Grammatur, vom Anfassen her schon. Aber ich finde jetzt nicht, dass sie so großartig anders sind. Das wird sich wahrscheinlich total ändern, wenn man jetzt eine komplette Lasur auf dieses Blatt malt. Und dann hätten die wahrscheinlich überhaupt nicht an den ersten 5 Plätzen sich wiedergefunden, weil die sich halt mega wellen einfach, wenn man da viel Wasser verwendet. Weil die auch, also zum einen halt wirklich von der Grammatur sehr gering sind und von der Oberflächenleimung. Ich glaube, die haben, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die wirklich oberflächengeleimt sind oder dann einfach anders als das von sag ich mal, hochwertigen Papieren. Platz Nummer 3 der besten Papiere ist, finde ich hier sehr schön, auch mit dem Farbauftrag. Ne? Ich finde, dass es halt eine leichte Struktur hat, aber nicht ganz matt ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen ist es auch auf jeden Fall auf dem Platz gelandet. Und es ist das Hahnemühle Harmony Matt. Ja, also hier witzigerweise, das ist ja das Satinierte, das Harmony, was ich ja hier umgedreht habe. Und davon gibt es auch das Matte. Und das ist das hier. Also muss ich echt sagen, ich bin begeistert. Also ich mag das total gern. Genau, denn hier hat mir der Farbverlauf irgendwie ein bisschen besser gefallen und wie ich die Farbe aufgetragen habe bei dem Papier. Deswegen ist das auf Platz 2 gelandet und nicht auf Platz 3. Und ich persönlich mag ja so ein bisschen Struktur. Also ich mag es immer noch ein bisschen mehr Struktur als jetzt hier das Matte. Deswegen ist das hier tatsächlich auf Platz 2 gelandet. Und ja, genau. Ach so, genau, umdrehen, was es denn ist. Es ist das Hahnemühle Burgund Rau, 250 Gramm pro Quadratmeter und kostet 90 Cent pro Blatt. Achso, wie gesagt, das Harmony, ich weiß nicht, wie viel das genau kostet, ist aber eins der hochwertigen Papiere, wird jetzt also nicht so mega günstig sein wie die, sage ich mal, No-Name-Marken. Ja, es ist ja wirklich, es ist auch echt mein Lieblingspapier, muss ich sagen. Es ist halt, sage ich mal, nur auf Platz 2 gelandet, aber ich finde es cool, dass es halt wirklich auch in den Top 5 gelandet ist. Weil es so ein bisschen das widerspiegelt, was mein Gefühl halt schon vorher war, dass ich es halt wirklich sehr, sehr mag und damit sehr gerne arbeite. Ich finde die Farben einfach toll und ja, also wirklich total gut. So, Platz 1, Trommelwirbel. Achso, genau, warum habe ich das Platz 1 gewählt? Und das, ne, weil ich mag ja eigentlich Struktur, aber ich muss hier sagen, der Farbauftrag hat mir richtig gut gefallen. Also wie der Pinsel über das Papier geglitten ist quasi, fand ich richtig geil. Und hier dieser Farbverlauf, ich finde den einfach fantastisch, ja. Auch hier die Gleichmäßigkeit der Farbe, das hier im Vergleich kann man das nochmal sehen. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir hier, das war ja eins der ersten, die hier auch lagen, vielleicht habe ich mir da besonders viel Mühe gegeben. Ich weiß es nicht beim Malen, ich finde aber hier der Farbauftrag ist fantastisch geworden. Die Farbe auch kommt gut zur Geltung und irgendwie so vom Gesamtbild gefällt mir das einfach noch besser als jetzt zum Beispiel die beiden. So, deswegen habe ich das so gewählt. Und wir gucken uns das mal an, von was
Hahnemühle Expression 300 Gramm 100% Baumwolle. Also habe ich mir noch dazu geschrieben. Es ist ja, Aquarellpapiere können ja aus Baumwolle sein. Das kann aus Zellulosefasern beziehungsweise auch aus Baumwolle und Zellulosefasern gemixt sein. Es ist immer ganz unterschiedlich. Das hier ist 100% Baumwolle und das Expression, das war auch eins der neuen Papiere, die ich als PR-Sample, als so Probepapier von Hahnemühle zugeschickt bekommen habe. Und das ist auf Platz 1 gelandet. Ich bin begeistert. Ich mag das total gern. Ja. Ich finde es immer mal ganz spannend, wirklich so bestimmte Sachen nebeneinander zu testen, weil wir ja dazu neigen, dann immer zu sagen, so, oh, nee, man muss immer 300 Gramm Grammatur haben, ansonsten ist es total doof oder so. Es fängt also gerade Aquarellpapier und Aquarellfarbe und Pinsel und so, da hängen einfach so viele Faktoren zusammen und es ist einfach mal ganz spannend zu sehen, wie sich das einfach verhält, wenn ich jetzt so bestimmte Komponenten gegeneinander teste. Das habe ich jetzt hier gemacht. Wie gesagt, es gibt noch viele weitere Aquarelltechniken. So wie ich jetzt die Farbe auf dem Papier verwendet habe, ist einfach das bei mir rausgekommen. Das mag für andere total anders gewesen sein oder auf die Erfahrung mag auch vielleicht irgendwie eine andere sein. Ich hoffe einfach mit dem Video auch so ein bisschen zu zeigen, es muss nicht immer irgendwie das mega teuerste Papier sein. Es ist wirklich so, dass hochwertige, teure Papiere extrem toll sind. Man kann aber auch gerade am Anfang oder wenn man nur üben möchte mit Aquarell, Aquarellskizzen machen, kann man auch ganz wunderbar hier, wie man hier sieht, mit günstigen Papieren arbeiten, muss man vielleicht ein bisschen den Dreh rausbekommen, damit die sich nicht so wellen. Aber wie gesagt, hier ist wirklich also eine Daseinsberechtigung für günstige und teure Papiere, einfach im Bereich Aquarellpapier. Deswegen freue ich mich einfach, wenn euch das Video so ein bisschen weitergeholfen hat. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss!